Hey Leute, willkommen auf der Urlaubsinsel Hazard. An diesem Tag hatte ich ein sehr schönes Date mit der lieben Lisa. Und sie hatte ein sehr schönes rotes Kleid an und die Perks, die ich dabei hatte, waren Flag Jackets, Flinkheit Pro und Marathon Pro. Und noch etwas zu der Karte, das ist Hazard aus dem Annihilation Paket für Call of Duty Black Ops. Und ich habe Hazard das erste Mal gespielt, deswegen habe ich ein bisschen defensiver gespielt, aber ich fand den Score am Ende eigentlich recht gut und ja, deswegen habe ich es eigentlich auch genommen, weil ich es das erste Mal gespielt habe und der Score gut war. Und ja, ich denke mal, es wird euch trotzdem gefallen. Und wer mich noch nicht kennt, mein Name ist DD723, ich bin bei Pain Gaming seit Mitte Februar 2009. Ich bin durch den Fabi nach Pain Gaming gekommen, da er halt schon mit Snake Knight und Lugi und Operation Sam zusammengespielt hat. Und ja, er hat mir gesagt, hey Dennis, warum spielst du nicht mal MW2? Und ja, ich habe mir auch halt nur wegen Fabi MW2 geholt und dann haben wir zusammen gespielt. Ich habe mit dem Clan zusammen gespielt und ja, Snake Knight, er war in einer schwierigen Phase, da Pain Gaming sich fast aufgelöst hat. Also damals hießen wir noch Pain Clan Germany. Und ja, halt Snake Knight hat mich dann dazu geholt, dann haben wir Pain Gaming nach und nach wieder aufgebaut. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Ich denke mal, so mittelmäßig erfolgreich ist. Ich denke, es kann noch mehr werden. Ihr habt gerade diesen Typen an mir vorbeilaufen sehen. Ich weiß nicht, woran er da gedacht hat. Vielleicht hat er Lisa gesehen und hat mich deswegen nicht getötet. Ich weiß auch nicht, aber einfach geblendet. Ja, der Grund für dieses Commentary war, mich vorzustellen und euch ein bisschen näher zu bringen. Und wir suchen bei Pain Gaming halt noch ein paar neue Member. Das war das zweite Thema. Da viele von uns jetzt im letzten Schuljahr sind und ihren Abschluss auch gut machen wollen. Wahrscheinlich die meisten wollen die Quali und deswegen suchen wir ein paar Editoren oder ich sage mal ein oder zwei, die auch wirklich jetzt Zeit haben zu editieren. Da die anderen halt nicht wirklich Zeit haben. Der Luca, der ist jetzt auch im letzten Schuljahr und ich persönlich, ich habe keine Lust mehr zu editieren. Ich bin jetzt zwar auch im letzten Schuljahr und habe gar keine Lust mehr auf Schule, aber ich möchte mein letztes Schuljahr halt noch sehr gut machen, damit ich die Quali bekomme und dann später in einen guten Beruf gehen kann. Ja, ein paar neue Clan-Member halt, die an der Konsole spielen, die auch eine HDPVR haben. Die suchen wir auch oder auch keine HDPVR haben, aber es wäre für euch vom Vorteil, wenn ihr eine HDPVR habt und auch gut spielen könnt. Also zum Beispiel bei Call of Duty Black Ops, da wir ja so hauptsächlich Call of Duty Black Ops spielen und da halt auch Quickscopen und es wäre halt gut, wenn ihr auch Quickscopen könnt. Nicht so 0815 Quickscopen, sondern auch wirklich bei, sag ich mal, beim zweiten Schuss trefft, so wie in den Montageclips bei den meisten. Und wenn wir gerade bei Montage sind, die Montage von mir und Skater, die wir in 2 Tagen kommen, also am Freitag, heute ist Mittwoch und ja, ich finde es gut, dass Skater sich für diese Montage selber viel Mühe gegeben hat, denn wie ihr wisst, er ist nicht der beste Sniper, aber er hat sich in den letzten Tagen echt angestrengt und er ist echt ein guter Sniper geworden. Seine Schüsse sitzen auch meistens auf dem ersten Schuss und ich würde es gut finden, wenn ihr die Montage auch bewerten würdet am Freitag. Auch im Sinne für Skater. Ich würde mich natürlich selber über ein paar Likes freuen. Und ja, das Gameplay, das geht jetzt so langsam zur Neige. Ich mache jetzt gleich den letzten Kill. Ich habe noch zwischendurch die Galil aufgehoben, weil ich mir jetzt selber nicht sicher war und ein gutes Gameplay erreichen wollte. Aber ich denke mal, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde es gut finden, wenn ihr dieses Gameplay oder dieses Commentary bewerten würdet, da es mir selber hilft, meine nächsten Commentaries zu verbessern. Und ja, haut da rein, bitte bewerten nicht vergessen. Der Skater sagt ja auch immer, wenn ihr einen Daumen runter geht, mir ist es nicht egal, wenn ihr ihn runtergebt, sagt bitte warum, denn es, wie schon gesagt, es hilft mir. Und ja, macht's gut, haut da rein und man sieht sich beim nächsten Mal.